Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrote Edition mit mir, Darker. Und ja, ich werde gerade weggebombt wie ein Terrorist, die Zivilisten wegbombt. Oh, das hat ja gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Ich dachte, das würde richtig viel Schaden machen. Naja, ja. Wie der Schrei klang. Nur weil es paralysiert ist, dann klingen die Schreie anders. So leidend. Das klang richtig komisch. Okay, wenigstens paralysiert, das heißt, kann nicht vergiftet werden. Oh, paralysiert ist eigentlich schlecht für Rückkehr. Denn dann fühlt sich das Vieh nicht wohl und mag mich nicht so sehr. Und bei Rückkehr muss es ja den Trainer mögen, damit es stark ist. Ja, paralysiert. Schlammbart würde jetzt sehr viel Aua machen. Ja, oder so. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, Fluchtwert steigt. Leg mir nochmal. Jonas besiegt. Feierabend, ich gehe nach Hause. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Buchenrauch, Naturgewürz. Und das schmeckt man auch. Pommesche aus dem Buchen... Was? Buchenrauch? Ja, jetzt habe ich... Ja. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, weil ich nicht auf das Lied konzentriert war, sondern auf das Team. Ne, und so. Kaum trocken hinter den Ohren, aber schon ein begabter Trainer. Ja. Oh, Calcium. Spezialangriff. Natürlich für Samen. Okay, angehoben. Das ist sehr gut. Ja, da war ich. Oder? War ich da? Okay, ja, da war ich. Da. Du bist ganz schön mutig. Radikal. Ich habe zwei große Zähne. Ich kann meinen Mund nicht schließen. Kauen, das kenne ich nicht. Ich schluck einfach alles runter. Lalalala. Ja, mit Rückkehr fetze ich alles weg. Wie man merkt. Aber mir fällt gerade ein, ich könnte ja gut zufügen noch eine viel, viel stärkere Normalattacke beibringen. Mit Stab würde die dann 180 abziehen. Also Stab, Same Type, Attack Bonus. Normal Pokémon, die Normalattacken einsetzen, 50% Bonus auf den Schaden. Oder Feuer Pokémon, die Feuerattacken einsetzen und so weiter. Oh, kein Level Up. Licht aus. Schnall dich an. Darkrai ist da. Wenn du nur so... Hä? Nochmal, wenn du nur so durch die Gegend läufst, findest du den Boss nie. Ach so. Bingo. Hier ist es sehr gefährlich, du wirst mich nicht retten können. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Silph-Co. oder unsere Pokémon übernehmen würde. Ist das Gary? Und warum hockt er da und besiegt nicht Team Rocket? Eine Station. Bis hierher und nicht weiter. Äh?
Aber mit dieser saustarken Attacke verletzt sich Tauboss auch selbst. Stärke. Jetzt wird erstmal das Arbok in Arm genommen und dann rumgeschleudert gegen die Wand, gegen die Decke, gegen den Boden, in die Luft geworfen, dabei geschlagen und getreten, sodass es wieder auf den Boden knallt und so weiter. Oh, Golbat. Ja, genau. Für solche Pokémon ist Steinhagel gut. Oh, Rauchwolke. Egal. Ich treffe schon. Oh. Ah, ich werde in Steam angeschrieben, aber ich habe den Steam-Ton aus. Ah, Mist, der Mut hat mich verlassen. Ja, diesmal hat sogar der Darkrai mitgedacht. Steam wird man nicht hören. Hol lieber ab, sonst rufe ich Verstärkung. Ja, warum machst du das nicht? Das wäre cool. Mehr Training für mich. Werde ich immer stärker. Okay, Hauptsitz. Irgendwie nennen die hier alles Hauptsitz. Ich glaube, das war wirklich ein Übersetzungsfehler, das mit dem Büro des Präsidenten. Das gehört eigentlich nicht dahin. Eisen, okay. Samen, ich habe Eisen gefunden. Ist ja wie in Minecraft hier. Oh, Nugget. Nugget, wie ich es früher genannt habe. Ah, der ist kein Team Rocket-Typ. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Der Typ ist zwar cool, aber böse. Ich bin einer der vier berüchtigten Team Rocket-Brüder. Okay, dann fehlt noch einer von denen. Wow, wow. Hm. 150, 75. Volltrefferquote, das andere nicht. Ja, und 150 durch 2 ist ja 75, also machst genauso viel Schaden wie Steinhagel. Aber leider kein Volltreffer. Durchbruch wird ausreichen. Macht zwar wenig Schaden, aber wird reichen. Wow, wow. Okay, Golbat. Ah, das wird einfach. Ich habe ja Eisstrahl. Garados. Garados. Ja, Angriffe vermindert, aber ich benutze keine Angriffe, sondern nur Spezialangriffe. Wasser? Oh, oh. Ja, jetzt wollte ich eigentlich was erklären, aber egal. Erstmal das schöne Vereisen ansehen. Okay. Wasser, Eis, Elektro, Feuer, Unlicht und Drache und Pflanze sind alles spezielle Attacken. Also die nutzen den speziellen Angriff. Alle anderen Typen nutzen den normalen Angriff. Habe ich gerade einen Typen vergessen? Ich glaube nicht. Ach genau, Drache. Noch Drache, ja. Drache ist noch speziell. Ups, Bruder, ich habe versagt. Werden sich meine Brüder um dich kümmern. Ah, und Psycho, genau. Psycho, Psycho. Oder warum rate ich hier so rum?
Ich weiß es natürlich, aber... Genau. Feuer, Wasser, Elektropflanze, Eis, Psychodrachen und Unlicht. Normal, Gift, Boden, Flug, Käfer, Kampf, Gestein, Geist, Stahl. Das sind auch alle Typen. Hey, war ich hier schon? Ja. Oh, Betten. Oh, ich kann leider nicht schlafen. Da. Du bereitest uns nichts als Ärger. Die Teleporter sind zwar nett, aber man muss eigentlich nur einen betreten. Also benutzen. Bis auf den anderen, wo man, den benutzen muss, dann wieder zurück, um eben an dieses, an diesen Türöffner zu kommen. War das der Türöffner? Also ich glaube, das war 1, 2 Parts davor. Was auch immer. Mit Surfer, viel Schaden. 95 plus Step. Was ist 95 mal 150%? Oh, Mathe. Ach, egal. Elektroball. Jetzt leck an meinem Ball. Funkensprung macht sehr viel Schaden. Ja. Oh. Dann auch noch das. Oh, geil. Okay. Zaubergenesung halt unendlich viel KP, also so viel wie das Pokémon hat, und hebt die Statusprobleme auf. Also eigentlich das Beste zum Heilen. Huch, verloren? Das Silfco-Gebäude ist ein wahres Labyrinth, nicht wahr? Nein, finde ich nicht. Also als Kind war es wirklich schwer zu verstehen, aber... Nee. Ob die Silfco schon erledigt ist? Nein. Ich kämpfe für die Silfco. Noch ein Böser. Ich finde die Schwachstelle deiner Pokémon und besiege sie. Das wollen wir mal sehen. Fabian. Wenig AP habe ich gerade gesehen. Da. Okay, Flammenwurf. Das dürfte sehr viel abziehen. Ja, noch ein AP. Sehr effektiv auf Stahl. Komm, brenn. Oh, schade. Hat nicht genug abgezogen. Wow. Ach, komm. Das ist nicht lustig. Hypertrank. Flammenwurf. Ja, natürlich. Was denn sonst? Treffen ja sowieso alle gleich gut. Wow. Okay. Surfer, ich glaube, das war's auch damit. Für den Part und auch für den Kampf. Nein. Ja. Entschuldigung, aber da muss ich speeden. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Für den Part jetzt. Okay. Mach dir die Schwachstellung zu nutzen. Denk an die Elementklassen. Okay. Jetzt schnell das Team noch sortieren. Und dann... Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Part. Ich bin Darkrar. Vergöttert mich.
Los. Tschüss.